Sodele, liebe Community. Wir kommen mal wieder zurück zu unserem Fernbus Flixbus Simulator. Und zwar mit einer erfreulichen Nachricht, mit einer sehr erfreulichen Nachricht. Aber erstmal gehen wir in die Optionen rein. Und zwar möchte ich ganz gerne gucken, weil hier wurde wahrscheinlich nach wie vor nichts übernommen. Genau, das muss ich nämlich nach wie vor neu einstellen. Hoppala, da wollte ich nichts verstellen an dem Gamma. Das wollte ich eigentlich so lassen. Kurz nochmal zurückgehen, nicht, dass wir da aus Versehen was verstellen. Genau, aber ich möchte ganz gerne wieder gucken. Auflösung, Skalierung. Würde ich sagen, machen wir trotzdem wieder 100. Anti-Dings, episch. Sichtweite, episch. 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 Wir stellen wieder alles auf episch, würde ich sagen. Das hat ja eigentlich funktioniert. Schön wäre es, wenn jetzt auch das Update es endlich mal geschafft hat, dass die Sachen beim nächsten Mal das Spiel starten, wenn ich das Spiel das nächste Mal starte, auch drin lassen. Das wäre natürlich schön. Nein, das soll so bleiben. Jetzt einmal darüber auf zurück. Ich würde es ganz gerne, nein, das will ich jetzt so machen. Ich möchte jetzt ganz gerne einmal auf zurück. Genau, einmal hier auf zurück und jetzt einmal mit X anwenden. So, und jetzt hoffe ich, dass die Einstellungen beim nächsten Spielstart übernommen werden. Aber das werde ich euch dann berichten, ob die beim nächsten reines Spielstarten von der Sitzung her übernommen worden sind oder nicht. Davon werde ich euch dann berichten, weil beim nächsten Spielstart, wenn ich das nächste Mal eine ganze Aufnahmezeichen mache, dann gehe ich einfach wieder hin und werde ohne in diese Einstellung reingehen, wieder ein Video starten. Dann werden wir ja sehen, ob die Sachen übernommen worden sind oder nicht. Aber jetzt erstmal auf zurück und jetzt kommen wir zu der erfreulichen Nachricht, zu der ganz tollen, sehr erfreulichen Nachricht. Weil ich habe mir das im PSN Store, nämlich jetzt extra gekauft und wir werden jetzt natürlich uns erstmal eine neue Route erstellen, eine nagelneue Route erstellen, neue Route, weil, passt mal auf Leute, passt mal auf Leute. Dänemark ist endlich da. Dänemark. Mit Kolding, mit Esbjerg, mit Kopenhagen, mit Aarhus und Aalborg. Ihr bekommt also 2, 3, 4, 5. 5 neue Anfahrtszonen für 14,99 Euro im Store. Ob das jetzt teuer ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ganz ehrlich, für eine Kartenerweiterung, das habe ich euch ja gesagt, bei einer Kartenerweiterung kann ich nicht Nein sagen. Bei einer Kartenerweiterung, da werde auch ich schwach. Die habe ich mir jetzt mal für 14,99 Euro gekauft und die Kartenerweiterung möchte ich euch ganz gerne zeigen für die PlayStation 5. Also die Kartenerweiterung möchte ich euch echt gerne zeigen. Ob sich das dann lohnt oder nicht, das müsst ihr dann selber entscheiden. Aber deswegen, ich würde sagen, dann stellen wir uns mal eine Route von Flensburg aus. Jetzt muss ich nur wieder gucken mit dem Zoomen. Das war so eine Sache, weil wenn man es länger nicht mehr gemacht hat. Genau, wir müssen jetzt da rauszoomen. Dann würde ich sagen, wir fangen dann in dem Falle von Flensburg aus an. Weil wie immer müssen wir uns ja Dänemark erstmal freischalten. Also würde ich sagen, wir fangen in Flensburg an. Ich muss wieder leider mehrere Routen, also mehrere Videofolgen daraus machen, weil ihr kennt ja mein altbekanntes Problem, dass ich leider nicht streamen kann, so gerne ich streamen würde, aber dank Bambusleitung geht das nicht, kann ich leider nur Videos machen, aber ich werde jetzt wieder hingehen und werde dementsprechend, wie bei meiner allerersten Folge vom Fernbus Simulator, so viele Routen wie möglich machen, also ich denke mal, ich werde jetzt Dings machen, ich würde sagen, ich mache es einfach hier so, Flensburg. Ich habe erst überlegt, ob ich wieder eine Route ganz mache, ne? Dass wir überall einmal hinfahren, eine ganz mache. Aber ich glaube, nee, ich mache das anders diesmal. Ich glaube, ich mache diesmal wirklich hier erstmal Flensburg, Kolding und Esbjerg. Und in der nächsten Folge fahren wir dann von Kolding aus nach Kopenhagen. Und dann kann man gucken, ob man von Kolding aus nach Aarhus und Aalborg fährt. Hätte ich jetzt gesagt, oder? Ach komm, wisst ihr was? Ich mache das wie beim ersten Mal. Ich schalte gleich wieder alles frei. Auch wenn ich da 2, 3 Videos draus machen muss,
Aber doch, ich möchte gleich von Anfang an, für mich ist es eine Aufnahmesession, eine große Tour, für euch wird es wieder mehrere Videos sein. Was aber hoffentlich ja nicht schlimm ist, ne? Also, ich kann euch das nur so anbieten, weil ich, wie gesagt, nach wie vor leider nicht streamen kann, weil das halt immer noch mein größtes Problem ist, was mich ärgert, aber naja. Es ist halt, wie es ist. Ich kann es leider nicht ändern, aber ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Alle 9 Haltestellen reingebaut. 1, 2, 3, 4, 5 neue Haltestellen. Und da momentan Flensburg der einzigste Weg ist, um dahin zu kommen, würde ich einfach sagen, wir starten dann in Flensburg. Ich würde sagen, machen wir einfach Flensburg, Aalborg. Jetzt weiß ich nicht, welche Routennummer das ist. Ich speichere das Ganze jetzt einfach so, wie es ist, einmal ab. Ich lasse die Routennummer jetzt einfach. Das Spiel wird es mir ja hoffentlich so geben. X für speichern. Einfach so, passt. So, und jetzt würde ich natürlich sagen, logischerweise gehen wir dahin, Flensburg-Aalborg, machen das Ganze. Gehen auf weiter. Gut, jetzt nehme ich mal in dem Falle das Datum. 19.10. ist okay. Wo der DLC erschienen ist. Auf der PlayStation 5 Uhrzeit mache ich jetzt mal mit Absicht nicht abends, weil ihr wollt ja auch was sehen. Also in dem Fall gehe ich jetzt mal hin und würde ich sagen, fangen wir mal morgens an, dass wir auch den ganzen Tag zum Fahren haben, hätte ich jetzt gesagt. Fangen wir mal um 8 Uhr an, würde ich jetzt sagen, einfach anwenden. 8 Uhr, in dem Fall ist es okay. Ich bleibe aber beim Arcade-Modus. Ich hoffe, das geht für euch klar. Ich bleibe auch beim Neo-Plan. Andere Buspacks sehe ich nach wie vor nicht ein. Hier, übrigens, hier. Es kommt noch ein neues Buspack. Das Buspack Hahnfuhl gibt es dann auch noch. Hier ist ein Hahnfuhl-Bus. Ich weiß gar nicht genau, DLC kaufen. Den habe ich im Store zum Beispiel noch nicht gesehen, den DLC zum Kaufen. Ich habe im Store jetzt wirklich nur die zwei alten Buspacks gesehen. Buspack 1 und Buspack 2. Und das Dänemark-Karten-DLC habe ich gesehen. Es kommt demnächst noch ein Buspack Hahnfuhl hier. Mit den Hahnfuhl-Bussen. Schön, dass man das hier sieht. Aber da bleibe ich meinem Motto treu. Buspacks für drei Busse in verschiedenen Varianten. Ganz ehrlich, da sehe ich persönlich nicht einen 19,99 € für zu bezahlen. Vielleicht irgendwann mal, wenn die Buspacks, weiß ich nicht, 8 €, 10 € im Angebot sind. Also für 10 € würde ich mich vielleicht breitschlagen lassen, auch ein Buspack zu kaufen. Aber ihr kennt ja meine Meinung, solange wie das Core-Game, das Hauptspiel, noch den einen oder anderen Bug hat und nicht gebugfixt ist, sehe ich es definitiv nicht ein, irgendwelche Buspacks zu kaufen. Aber eine Kartenerweiterung, da bin ich dann jetzt dann doch schwach geworden. Und jetzt möchte ich auch nicht zu lange weiter schnacken. Ja, hier VDL habe ich auch nicht, muss ich auch kaufen. Genauso wie Scania. Schön, dass sie jetzt da oben alle drin sind. Aber ich bleibe bei entweder beim Neonplan, hier GMC habe ich auch nicht. Hier, ich habe nur die Mans, aber auch nicht alle, sondern nur einen Teil davon. Und den Neoplan. Aber ich persönlich, ich weiß nicht warum. Ich mag den Neoplan. Ich bleibe auch, glaube ich, den Neonplan dementsprechend treu. Also ich überlege jetzt mal, welche Lackierung wir nehmen. Ich glaube, ich nehme auch mal seit langem wieder eine Dings, weil in Dänemark gibt es jetzt nicht. Oder haben sie eine Dänemark mit da reingemacht? 2019, V1, Kooperation. Ich glaube, eine Dänemark-Lackierung haben sie nicht dazu gepackt. Zumindest sehe ich gerade keine. Ja, dann würde ich sagen, dann fahren wir mal seit langem mal wieder mit TML Flashbase FM. Ich finde die eigentlich ganz schick. Und dementsprechend würde ich sagen, hab genug um den heißen Brei rumgeredet. Fahren wir jetzt von Flensburg Richtung Kolding und schauen uns zumindest mal Dänemark den Anfang an. Und wenn ihr mehr von Dänemark sehen wollt, dann schaltet auch in die nächsten Videos rein. Auf geht die wilde Fahrt! Ich freue mich. Endlich wieder was Neues zu zeigen. Ich freue mich. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Grüezi. Bin ich hier richtig? Cool Ding, ja.
Dankeschön. Mahlzeit. Hier ist mein Ticket. Online-Ticket, Route Flensburg-Aalburg. Ja, wir fahren nach Aalburg. Online-Ticket, die sind aber jetzt neu, oder? Danke. Das ist cool. Also Online-Tickets sind jetzt neu. Also das ist schon mal die erste Neuerung. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich hab's doch jetzt eingesteckt. Wieso will's nicht? Nein, Richtung Kaiserslautern wollen wir nicht. Ist ja falsch. Buchung ist ja falsch. Zurück. Hier steht Flensburg, Aalburg, Online-Ticket. Ja, das wäre richtig. Aber warum sagt er, dass es falsch ist? Hä? Egal. Mein Ticket. Kopenhagen, nehmen wir auf jeden Fall mit. Hallo, das Ticket. Bitteschön. Aarhus ist auch dabei, klar. Erwarte jetzt keine Wunder. Ich habe schon von dem einen oder anderen gehört, der auf dem PC den DLC gespielt hat. Hallo? Ist das gültig? Dass die auf dem PC teilweise enttäuscht waren von dem DLC. Aber ganz ehrlich, ich mache mir immer ganz gerne selber ein Bild davon. Hallo? Flensburg, Aalburg. Ja, das ist ja eigentlich richtig. Dankeschön. Und jetzt steht Richtung Kaiserslautern. Das wäre wieder falsch. Also zurück. Ja, also die Online-Tickets scheinen noch ein bisschen buggy zu sein. Mahlzeit. Bin ich hier richtig? Genau, und dachte jetzt Richtung Kaiserslautern? Nee, das ist ja dann falsch. Also, inwiefern man die jetzt nehmen kann, weiß ich nicht. Da steht Flensburg-Aalburg, also machen wir mit X. Machen wir mit X das einchecken. Also die Online-Tickets sind noch ein bisschen buggy, wie ihr seht. Hallo, hier mein Ticket. Danke. Komm, tu mal einfach mit X bestätigen, dann ist gut. Aber wenn ihr den Schnell-Check-In macht, dann sind die noch ein bisschen buggy. Weil hier, Check-In, das geht. Und dann steht aber hier Richtung Kaiserslautern, da wollen wir nicht hin. Es ist ein bisschen buggy. Und hier steht Flensburg-Aalburg. Danke. Mit X bestätigen. Das geht. Also diese Online-Tickets, da müssen sie nochmal ran. Das sehe ich jetzt schon. Die sind schon ein kleines bisschen buggy. Salü, fahren Sie in meine Richtung? Sehr freundlich. So, und du möchtest noch ein Ticket kaufen? Grüezi, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Ausnahmsweise. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich lasse die Leute demnächst stehen. Ich habe gesagt, ich lasse die Leute, die demnächst kein Ticket haben, scheiß auf die Abzüge am Ende, wenn ich keine Tickets verkauft habe, die lasse ich mal auch mal eiskalt ein, zwei Folgen stehen. Aber weil neuer DLC und so, wollen wir mal Gnade vor Recht ergehen lassen. So, jetzt erstmal wieder dran gewöhnen. War 8 Uhr doch noch nicht gut genug. Abfahrt 8 Uhr 2, ist ja noch dunkel hier in Flensburg. Ich dachte, jetzt fangen wir um 8 Uhr an, dass es hell ist. Aber nee, es ist ja doch noch ein bisschen dunkel hier. Aber gut, wir fahren ja auch ein bisschen. Ist ja nicht ganz so dramatisch. So, dann würde ich jetzt sagen, wie war denn das jetzt nochmal? Erstmal hier die Ansage anmachen und dann einfach losfahren, ne? Ja, das ist wieder alles falsch. Nicht X, Viereck ist das. Doch, Viereck war richtig. So ist das, wenn man schon wieder eine längere Zeit nicht gespielt hat. Aber ich habe euch ja auch begründet, warum ich nur noch alle paar Wochen eine Folge gemacht habe und nicht mehr täglich. Ich denke mal, so mega viel wird es auch nicht, weil ihr habt gesehen, so wie riesengroß scheint die Karte nicht zu sein, aber das, wie gesagt, das schauen wir uns ja jetzt gemeinsam an. Ich würde sagen, dann legen wir es doch los und hören endlich auf zu quatschen, auch wenn Maulwurf das immer gerne macht. Ab geht die wilde Fahrt. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, halt, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam... Da wollte ich schon fast ein bisschen zu schnell sein. Machen wir es einfach trotzdem nochmal, ist egal. So, jetzt Fahrt starten, Augen zu und durch. Hat keiner mitgekriegt für die kleine Fehleinschätzung. Jetzt geht's aber wirklich los. Unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App
und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ja, dass ihr eine angenehme Fahrt habt, hoffe ich auch. Wie ihr gehört habt, habe ich ausnahmsweise mal wieder beide Ansagen durchlaufen lassen. Kann man ja ab und zu dann auch mal wieder machen. Gehört ja nun mal zum Spiel dazu. Ich hoffe, die vor mir, die nörlen sich jetzt endlich mal aus, weil der Verkehr scheint immer noch eine Katastrophe zu sein. Wir hatten auch eben schon wieder einen Beinahe-Unfall. Also jetzt sind sie endlich mal gefahren. Ich nutze das jetzt auch und versuche hier gleich durchzuziehen, ja oder auch nicht. Weil jetzt von links noch was kommt, das muss ich nutzen, komm. Dass der eine da jetzt abgebogen ist, habe ich gleich mal genutzt, um frech rauszuziehen. Weil ich glaube, sonst hätte uns hier keiner rausgelassen. Also die KI scheint in der Stadt immer noch eine Mega-Katastrophe zu sein. Aber gut, ich muss auch eingestehen, ich habe meine KI immer noch auf 70% stehen, also immer noch auf 70% Verkehrsdichte. Ich wollte die ja mal auf 50 runterstellen. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, stellt diese Verkehrsdichte niemals auf 100. Bei 100 ist eine richtige Katastrophe, da kommt ihr gar nicht aus den Städten raus. 70 fand ich eigentlich ganz angemessen und ganz gut, aber zwischendurch ist auch 70 eine Katastrophe. Aber ich wollte die Verkehrsdichte ja mal auf 50 oder 40 runterstellen. Aber da meinte ja einst hier Tobi zum Beispiel, das macht keinen Unterschied. Das ist bei 50 genauso schlimm wie bei 70, also kannst du auch so stehen lassen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich da demnächst mir auch mal mein eigenes Bild mache. Ich werde sie, wenn das Verkehrschaos jetzt wirklich auch nach diesem Kartenerweiterungs-DLC weiter bestehen bleibt, dann werde ich die Verkehrsdichte mal ein bisschen weiter runterstellen. Aber in erster Linie geht es mir jetzt wirklich darum, den neuen DLC zu fahren, zu spielen und euch auch zu zeigen. Dafür muss ich aber erstmal aus Flensburg rauskommen, aber Flensburg war, glaube ich, jetzt die einzigste vernünftige Möglichkeit, weil wir müssen ja die Haltestellen immer freischalten, das war ja im Hauptspiel auch so. Also ist nicht so, ihr könnt einfach nach Dänemark hin, nein, ihr müsst Dänemark natürlich dementsprechend freischalten. Das heißt, nur wenn ihr Flensburg schon freigeschalten habt, habt ihr einen einigermaßen guten Ausgangspunkt, um das dann freizuschalten. So, ich bin wieder so frech und quetsche mich da einfach irgendwann mal dazwischen. Weil sonst kommt ihr da nicht durch. Ihr müsst die KI austricksen, so ein bisschen. Also alles auf episch steht wieder, sieht man ja auch. Also auf episch, muss ich sagen, sieht das Spiel auch wirklich gut aus. Auch auf der Konsole, nicht nur auf dem PC. Also auf episch, finde ich, sieht das Spiel mega, mega gut aus. Ich hoffe nur, dass die Einstellungen jetzt auch bleiben. Also dass diese epischen Einstellungen bleiben. So, was steht da jetzt? Ankunft 10.51 Uhr. Oh, sehe ich das richtig? Das ist jetzt auch im Navi gelb markiert, wann wir ankommen sollen. 10.51 Uhr ist die Ankunft. Das sind jetzt noch 220 Kilometer.
Wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht. Diese Folge wird wahrscheinlich irgendwas mit heißen, auf nach Dänemark oder endlich Dänemark auch für PS5 da oder irgendwie sowas. Irgendwas mit Dänemark wird die Folge auf jeden Fall heißen. Macht ja Sinn. Und die weiteren Folgen sind wahrscheinlich sowas wie Dänemark weiter erforschen und so weiter. Ihr werdet es ja dann sehen. Auf jeden Fall genießen wir jetzt erstmal alle miteinander die Fahrt. Ich versuche auch nicht nur Laberfolgen zu machen. Klar, das Labern gehört irgendwie zu mir dazu, wie das Amen in der Kirche. Das ist halt euer Maulwurf. Ich denke mal, die Mehrheit von euch, die mag das auch, beziehungsweise hat sich da schon dran gewöhnt. Sonst würdet ihr mich ja nicht unterstützen und nicht schauen. Aber zwischendurch versuche ich dann doch mal auch die Fahrt ein bisschen selber zu genießen und mal gucken, was auf uns zukommt. Das Gute ist, Flensburg hatte ich ja in meinem Video schon drin. Da fahren wir jetzt raus und so langsam, jetzt ist ja auch schon gleich 20 von 9 im Spiel, so langsam fängt es dann auch hier im Spiel an, hell zu werden, so dass ihr dann auch von Dänemark oder wir gemeinsam von Dänemark dann auch was sehen. Auf jeden Fall bis zum ersten Halt in Dänemark, bis zum Esberg sind es jetzt noch 202 Kilometer. Ich freue mich. Hoffentlich wurde auch im Hauptspiel, also im Main Game, auch ein bisschen was gefixt wenigstens und nicht nur wieder Geld verdient. Also nicht nur Geld, Geld, Geld. Wir müssen die jetzt hier erst rausbringen. Die Konsolenspieler warten drauf. Ich hoffe doch ernsthaft, dass auch ein bisschen was an der KI und so gemacht worden ist. Sah es in der Stadt auf den ersten Blick nicht so aus. Aber der eine oder andere kann sich noch erinnern, vor diesem Update sind die LKWs teilweise berghoch stehen geblieben oder mit einem km/h gefahren. Ich hoffe, dass sowas zum Beispiel jetzt mitgefixt worden ist, weil ich weiß nicht, was in den Patchnotes drin steht, wo diese Patchnotes überhaupt einzusehen sind. Also wenn das einer weiß, was jetzt alles außer die Dänemark-Karte dazugekommen ist, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, gerne auch mit Quellenangabe, wo ihr das her habt. Auf jeden Fall ist das, was wir jetzt hier fahren, alles schon Neuland. Also das ist alles schon neuer Autobahnabschnitt, alles schon Neuland. Dieses DLC ist ja auch nicht von TML, das ist ja von einem Drittanbieter. Ich habe es wieder vergessen, wie der Drittanbieter heißt. Sie haben sich auf der Next Sim dieses Jahr vorgestellt gehabt. Aber leider habe ich schon wieder vergessen, wie der Drittanbieter heißt. Aber Dänemark kommt ja von einem Drittanbieter, soweit wie ich weiß. Weil TML selbst arbeitet ja wohl weiterhin an Polen, zumindest nach dem, was ich weiß, gehört habe, mitbekommen habe. Aber was da jetzt wie genau Sache ist oder Phase ist, schlagt mich nicht, keine Ahnung. Also ist alles, wie ihr wisst, immer nur gefährliches Halbwissen. So, da musste ich mal auf kurz 40 fahren, warum auch immer. Ich habe ziemlich hart runtergebremst. Da, Dänemark. Steht da schon. Wir sind jetzt in Dänemark. Sehr schön. Alles, was jetzt kommt, ist Dänemark. 80 darf ich hier fahren nur. Okay. Ja, oder auch nicht, weil das Taxi vor mir meint, langsamer zu fahren. Jetzt wieder 100. Egal, schauen wir mal. Bisschen genießen, hat der Maulwurf gesagt. Also, ab jetzt Klappe-Halt-Modus. Auf den ersten Blick scheinen die LKWs zumindest wieder berghoch zu kommen. Ich hoffe, das bleibt so.
Also grafisch hat der Drittanbieter den DLC auf jeden Fall schon mal auf das TML-Niveau hinbekommen, würde ich behaupten. Also grafisch sieht das Ganze schon mal sehr, sehr gut aus. Meine Ersteinschätzung. Ich weiß, rechts überholen ist verboten, aber wir sind in dem Spiel. Im Spiel nehme ich die Verkehrsregeln nicht ganz so ernst. Wir wollen ja auch ein paar Kilometer schaffen. Okay, die Schattenqualität muss ich dann vielleicht doch nochmal ein kleines bisschen runterstellen. Schauen wir mal, weil die Schatten flackern jetzt schon ein bisschen arg. Ich weiß nicht, ob das vor dem Update auch so war, weil wir sind ja schon ein paar Mal auf Episch gefahren. Die Schatten, die flackern gerade ein bisschen arg, aber vielleicht liegt es auch einfach jetzt daran, dass es hell geworden ist und am Morgen. Das könnte auch am Tage schon wieder ganz anders aussehen. Der Bus fährt sich so wie immer, also da wurde nichts dran gemacht. Wie gesagt, über die Bus-DLCs und auch über das kommende Bus-DLC kann ich euch nichts sagen, weil wie gesagt, da kennt ihr meine Meinung dazu und da bleibe ich meiner Meinung auch treu. Ja, mein Bus-Display scheint auch ein bisschen zu flackern da, wo wir die 30.000 Kilometer gefahren sind. Aber das ist ja auch nach wie vor so ein Ding. Ich hoffe, die Trophäen gehen jetzt. Schade, dass wenn sie gehen sollten, es nicht die Trophäe im Nachhinein reingeploppt ist, weil ihr seht es ja an meinem Kilometerstand, wir sind definitiv schon über 30.000 Kilometer gefahren. Also die 10.000 Kilometer Trophäe und die 30.000 Kilometer Trophäe habe ich immer noch nicht. Aber vielleicht wurde das ja jetzt gefixt, dass wenn wir dann bei 40.000 angekommen sind mit dem Bus und dann bei 60.000, dass wir dann die Trophäen kriegen. Schön wär's. Aber ganz ehrlich, da glaube ich erst dran, wenn ich sehe und es oben rechts bei mir pling pling macht und ich diese Trophäen erhalten habe. Aber gut. Ich bin jetzt kein Trophäen-Junkie. Es ist ärgerlich. Aber das nimmt mir jetzt nicht den Spielspaß, weil ich da eine Trophäe nicht kriege. Also um Gottes Willen. Den Spielspaß, den Fahrspaß, den habe ich trotzdem. So, dann müssen wir jetzt das erste Mal hier runter, ne? Ja, sehr schön. Das Kohlding und S Bjerg geradeaus. Okay, dann wollen wir jetzt mal geradeaus fahren erstmal. Ich denke, ich werde nochmal separate Folgen machen. So dann irgendwann so von wegen Kohlding Kopenhagen oder Kohlding Esberg und weiß ich nicht, oder Kohlding Aarburg oder so. Also ich werde auch natürlich jetzt, wo Dänemark da ist, noch ein paar separate Folgen machen. Aber ich dachte jetzt so, fürs erste Video oder für die ersten Videos, muss ich ja dann in dem Fall sagen, mache ich das so wie beim ersten Mal zu Release von dem Spiel. Wir machen einfach alle neuen Routen als eine Route und ich muss halt sehen, wie ich die dann dementsprechend in die Videos packe, dass ich von wo nach wo fahre und so weiter. Oha. Da war jetzt aber ein ganz, ganz böser Einbruch, also ein richtig böser Frame-Einbruch. Also ich hoffe, das bleiben nur Momentaufnahmen. Also ich hoffe, das haben wir jetzt nicht permanent im Spiel, weil solche ganz krassen Performance-Einbrüche hatte ich vor dem Update nicht. Also da bin ich auch neutral und ehrlich mit euch. Das hatte ich vor dem Update nicht. Zumindest nicht in dieser krassen Form. Ansonsten gefällt mir das, was ich hier sehe, echt gut. Nur die Performance, naja, die lässt anscheinend noch zu wünschen übrig. Aber wenn ihr die DLC auch erst seit, ja, wenn ihr das Video seht, seit gestern erst draußen ist, dann wird da bestimmt auch der ein oder andere Patch diesbezüglich zur Performance von der neuen Karte und so noch rauskommen. Hoffentlich nicht wieder erst nach so vielen Monaten. Es waren jetzt auch wieder 3 oder 4 Monate gefühlt, dass nichts kam. Also 3 Monate kam jetzt bestimmt nichts. Also wäre schön, wenn sie hier noch was bugfixen müssen, wie Performance und so, wenn das dann zeitnah kommt und nicht erst wieder Monate später. So, jetzt haben wir noch 63 Kilometer bis Esberg.
Heißt, ich muss bald mal auf die rechte Spur, glaube ich, ne? Na komm, ich versuche die LKWs hier noch zu überholen. Vorher. No risk, no fun. Na komm, an dem auch noch vorbei, bis zu dem Jeep. Ich hoffe. Wir sind gerade relativ zügig unterwegs, sollte klappen. Und jetzt werde ich mich mal langsam aber sicher rechts einordnen, weil ich gehe davon aus, dass wir jetzt die nächste rechts runter müssen. Nein, müssen wir noch nicht. Okay, da steht Esberg. Irgendwas mit Esberg steht da, aber das Navi sagt, wir sollen noch geradeaus fahren. Dann fahren wir weiter geradeaus. Jetzt aber, Esbjerg 1000 Meter, jetzt aber die nächste rechts runter. Ja, ich hätte ihn jetzt auch überholen können, aber ich dachte mir, nee, ich bleibe jetzt sicherheitshalber hinter dem. Also langsam müsste ja die Abfahrt kommen, schätze ich mal. Aber wir folgen einfach mal ganz vorsichtig dem Navi. Also mit 30 hier rumtuckern muss der LKW auch nicht. Aber er beschleunigt wieder, das ist okay. Vielleicht wirklich nur der scharfen Linkskurve auf der Autobahn zurückzuführen. Aber das beobachte ich mal weiter, wie das LKW-Verhalten jetzt auf der Autobahn ist. Weil das war ja vor dem Update eine echte Katastrophe. Ach, die Autobahn hört einfach auf Richtung Esberg. Okay, gut zu wissen. Und ich dachte, wir müssen runter von der Autobahn. Müssen wir gar nicht. Wir folgen einfach der Autobahn bis zum Ende. Natürlich auch gut. Kreisverkehre, das mag ich ja eigentlich immer sehr gerne. Die Frage ist, lässt die KI ein oder nicht? Ich ziehe jetzt einfach mal mit, ne? Wenn die KI gerade steht, dann bin ich mal so frei und nutze das einfach mal aus. Und der macht eine Vollbremsung, dass wir den Unfall bauen. Ja, du mich auch. Also das zum Thema KI, die KI, die wurde noch nicht gepatcht, definitiv nicht. Klar war es auch mein Fehler, weil vorausschauendes Fahren ist da das Machtwort, also das hätte ich voraussehen können, dass das nicht gut geht, aber trotzdem schon mal Checkliste Punkt 1, KI wurde nicht wirklich gefixt. Da ist eine Tankstelle mal anders, auch gut. Sah zumindest ein bisschen anders aus wie sonst. Okay, noch eins, nee, was sind das? Noch 12 Kilometer, okay. Ich wollte gerade sagen, wo habe ich da ein Komma gelesen? 11 Kilometer. Jetzt tucke ich selber mal ein bisschen langsam hier rum, 80 sind erlaubt. Dann wollen wir mal wieder auf 80 hochbeschleunigen, so. Ich kann mich ja nicht über die Gurken beschweren und selber eine Gurke sein. Okay, jetzt sind wir 50. Wir sind, glaube ich, im Ort drin, ne? Wir sind da. Ja, dann ist okay. Geradeaus Baustelle, da wird noch gebaut. Vielleicht für zukünftige DLCs? Fragezeichen, hust, hust, nein. Spaß beiseite. Ja, ja, die lenken alle so eng hier rum. Ihr müsst mich da schon rumlassen, Leute. Ja, jetzt bleibst du mal stehen. Danke. Jetzt komme ich aber nicht rum, weil du da stehst, oder was? Ja, ich muss leider über den Gehweg, Leute. Bleibt mir nichts anderes über. Ich muss.
Ah gut, wenn ich langsam fahre, dann beschweren sich die Reisenden ja zum Glück nicht drüber, wenn ich langsam über den Gehweg fahre. Aber anders ging's nicht, sonst hätte es nochmal gescheppert. Das ist nach wie vor ein Problem, dass die KI einen dann nicht rumlässt bei solchen Ecken. Also KI-Check definitiv nicht verbessert. Definitiv nein. Ansonsten sieht das schon ganz nice aus hier im S-Berg. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. S-Berg. S-Berg, ich habe keine Ahnung. Da steht für mich steht der S-Berg. Also willkommen in S-Berg. Na, da nicht rein. Das scheint eine Linienbushaltestelle zu sein. Für den Linienverkehr. Ah, da muss ich hin. Okay, sehr gut. Doch, S-Berg ist okay. Klein, aber feiner Halt. Freigeschalten haben wir es jetzt auch. Sehr schön. Ich guck mal, wann sollen wir rasten? Tatsächlich von S-Berg nach Kolding sollen wir rasten. Ich dürfte jetzt theoretisch schon hier rasten. Das will ich aber nicht. Ich will es versuchen, dass wir auf der Autobahn nachher einen Rastplatz finden. Ich will es versuchen, richtig zu machen. Seht ihr, das wollte ich für euch auch noch testen. Ich wollte noch die Customization-Einstellungen testen, dass ich beim Rasten auch die Leute auch im Arcade-Modus wieder einchecken kann, weil das geht ja. Ihr habt ja noch, könnt ihr hier noch Customization-Einstellungen machen. Seht ihr, das wollte ich auch mal für euch testen. Aber da hatte ich ja eigentlich gesagt, ihr möget mich bitte daran erinnern unter einem der letzten Videos, aber mich hat ja keiner daran erinnert. Deswegen, das muss ich dann demnächst auch nochmal machen. In einer der nächsten Folgen. Hier mein Ticket. Danke. In der nächsten Folge wird es noch nicht sein, weil da bin ich ja noch mit der Tour hier beschäftigt. Aber insgesamt muss ich das Customization auch machen. Aber das finde ich geil hier. Mit dem Online-Ticket. Das ist schon geil. Wie gesagt, ich kann das jetzt auch so einchecken. Das testen wir es nochmal. Aber dann kommt halt Richtung Kaiserslautern und das ist falsch. Dann kommt Piep, weil das ist falsch. Vielen Dank. Genau, er sagt zwar jetzt vielen Dank, aber Kaiserslautern stimmt ja nicht, kann ich also nicht mit X machen, wenn ich jetzt nochmal Kreis drücke raus. Also diese Online-Tickets, die müsst ihr noch stinknormal mit X einklicken. Deswegen hat es auch das Piep, das falsche Geräusch. Ich wollte nur wissen, ob das eine Momentaufnahme war, ein Bug, aber die Online-Tickets sind allgemein noch ein Bug. Kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Nach Aarhus, ja, wie gesagt, ausnahmsweise, weil der DLC neu ist. Normalerweise Tickets vor Fahrtankauf kaufen. Und wie gesagt, auch da werde ich mal eine Folge machen, wo ich die Leute knallhart stehen lasse, die kein Ticket haben. Ist mir dann egal, auch wenn es Abzüge gibt. Unser einer muss die Tickets auch vor Fahrtantritt kaufen. Also sollen die das hier im Spiel auch gefälligst machen. Mahlzeit. Hier mein Ticket. Dankeschön. Ja, wie gesagt, die dürft ihr nur normal einchecken, ohne Express-Check-In, weil die Online-Tickets sind, wie gesagt, noch ein kleines bisschen buggy. Aber der Ersteindruck von den Gebäuden und so, eigentlich gewohnte Qualität wie auch vom Hauptspiel. Und die Bäume finde ich schon, also so wie immer eigentlich. Ja, 10.53 Uhr ist die Abfahrt. Wir sind gerade wegen dem ganzen Verkehr, den wir hatten, sind wir schon ein bisschen verspätet. Wobei, stimmt doch gar nicht. Wir haben 10.22 Uhr. Hä? Laut das Handy hier bis zur Abfahrt 10.22 Uhr. Abfahrt 10.53 Uhr. Ja, wir haben aber jetzt 10.22 Uhr. Die Abfahrt 10.53 Uhr. Aber wieso ist das rot? Ist doch nicht rot. Ich dürfte jetzt bis zur Abfahrt springen und dann mal weiter gucken. Aber mit dem ganzen Gequatsche am Anfang, mit den guten News und so weiter, da ich nicht weiß, ob ich es noch nach Kolding schaffe in der Folge in 20 Minuten oder nicht und mir das auch ein bisschen heikel ist
und ihr wisst, dass ich leider nur Videos aufnehmen kann, bin ich jetzt ganz frech, mache ich jetzt hier schon den ersten Cut und werde dann in der nächsten Folge weiter nach Kolding fahren. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne wie immer liken, gegebenenfalls auch kommentieren und wer neu auf dem Kanal ist, auch sehr, sehr gerne abonnieren. Das hilft mir und dem Kanal nämlich weiter. Ich würde mich dann auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Schaut natürlich auch gerne in die Videobeschreibung für die Partnerkanäle rein und dann sage ich erstmal Peace, over and out. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Maulwurf.